Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within. Wir gehen wieder durch den Spiegel in den Untergrund. Zuletzt waren wir bei irgendeinem Friedhof und keine Ahnung, wo es jetzt hingeht. Alles okay? Ist ja schon ein hübscher Typ, ne? Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, klar, wenn du das sagst. Oh! Oh Gott, sind da welche drin? Können wir die da rausholen? Ich will die da rausholen. Oh Gott, ich will die da rausholen, aber ich weiß nicht wie. Oh, der zappelt voll. Ich will den nicht erschießen. Hallo? Guck mal, jetzt hat er aufgehört. Ich habe einen Schuss verbraten, nur weil ich einfach mal wissen wollte, was passiert. Aber ich glaube, der zählt, als hätten wir ihn erschossen. Ih, jetzt haben wir ihn angeblich erschossen. Dabei haben wir das gar nicht, aber das soll bestimmt so sein. Wieso nimmt er eigentlich den fetten Hammer nicht mit und haut jedem einfach über die Rübe? Kapiere ich auch nicht. Geh mal aus dem Weg, Joseph. Kann man da irgendwie reinkrabbeln? Zuletzt sind wir ja auch gekrabbelt. Das war gar nicht so schlecht. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh oh. Was ist hier los? Okay. Ich komme mir vor wie in so einer... Okay, drück den Hebelfalle. Stromkabel oder so? Irgendwelche Leichen hier? Joseph, magst du vielleicht dazu auch mal was sagen? Und den einen Hebel kann ich benutzen. Den anderen aber nicht. Was ist hier? Können wir uns da irgendwie vorbeischlängeln? Aha, aha. Gehen die hier weiter oder? Wie so kleine Maden im Sack, die hier. Mhm. Ja. Vielleicht mal ein bisschen so auffrischen, ne? Das Ganze. Einfach mal das Equipment. Toll, ich habe 3 Schrotflinten-Muni-Dinger. Ich nehme mal den hier. Ich nehme den mal. Aber wir können auch erstmal in den Gang reingehen. Oder? Aber da kommen wir ja her. Wir müssen also die Hebel benutzen. Dann nehme ich mal den hier. Komm. Und wenn wir sterben, dann ist das so. Dann wissen wir wieder durch Probieren und Studieren, was es zu tun gilt. Oh. Mhm. Die Nummer 7. Sagte diese Aufzeichnung etwas? 1, 2 oder 3. Sollte sie. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. 9597? Gut. 3597. Die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ja, ich schneide. Okay, gut, ich hab's. Was denn? Was hast du? 3597, sollen wir das jetzt einfach nach der Reihenfolge machen? Dann ist das hier die 3. Ist ja nicht so schwer. Hier ist aber kein Hebel. Und jetzt? Was ist das hier für eine Zahl? Weiß man nicht.
Wenn ich da jetzt einfach durchgehe, was passiert dann? Vielleicht sollten wir uns hier besser nochmal. Ja. Oh, man kann sich auch erstmal umsehen. Der Tipp ist vielleicht gar nicht so schlecht, Joseph. Aber man kann es auch mal ausprobieren. Nehmen wir dann mal die 3 zuerst. 3, 5, 9. Oder man soll die 7, weil die 7 ist ja nicht durchgestrichen. Also die 7 war schon richtig, wa? Deswegen kann man auch nur den Hebel nehmen. Dann nehmen wir jetzt wieder die 7. Die 7. Komm. Nimmst du das jetzt mal? Bam, bam. So kleine Rätselspielchen hier in der Ibu. Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Ja, dann notier mal. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Die Opfergaben zu den richtigen Altären. Mhm. Ja, so. Also, die 5 können wir ja jetzt auch nehmen. Da oben hängt auch noch einer. Ich verstehe immer noch nicht, was das hier ist, aber dann mach mal. Das ist die 9. Sehe ich gerade. Oh oh. Was heißt das? Dass wir jetzt hier gedrückt haben? Den haben wir jetzt runtergeholt. Das war wahrscheinlich nicht so schlau, ne? Jetzt ist auch egal, was wir wahrscheinlich machen. Ja, wir können die 3 nicht benutzen, deswegen. Dann kannst du jetzt auch die 5 nehmen. Ja, ja, die kommen hier alle runter. Ich sehe das schon kommen. Oh, da hat sich was getan. Und was ist mit dem hier? Den können wir auch alle nehmen. Ja, die 7 auch nochmal. So, alle unten. Ich würde sie am liebsten jetzt schon töten, wenn ich könnte, aber ich befürchte, es wird nicht klappen. Und hier können wir nichts machen. Nee? Nee? Na gut. Können wir da jetzt durchgehen, weil da was gerattert hat? Ratatatatata, oder sterbe ich jetzt? Ich sterbe. Okay. Gut, dann hat das nichts gebracht, einfach mal willkürlich da rumzudrücken, weil ich die 3 halt nicht nehmen kann. Aber er wird wahrscheinlich was sagen, wenn es dann geklappt hat, nehme ich mal an. Hat das was mit den Strichen zu tun? Wie die irgendwie stehen oder so? Kannst du einfach irgendeine wieder nehmen? Und kann man die denn auch wieder rückgängig machen? Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Check das auch nicht. Also man kann den Altar ja nochmal nehmen. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ja, die schneiden. Okay, gut. Ich warte sonst erstmal hier, Joseph, ne? Ich warte und du machst das schon. Ich schmier mir mal ein Brot oder so und dann, kriegen wir das schon gebacken, oder? Meinst du nicht auch? Ich lade meine Waffe neu, ich putze die ein bisschen, mach das erstmal ein bisschen klar Schiff, mal ein paar Liegestütze und du löst dieses Rätsel.
Ich bin dafür. Wer ist noch dafür? Okay, keiner. Ich darf's machen. Toll. Danke. Die 3 geht nicht und das verstehe ich nicht. Die 3 geht nicht. Die 5, die haben wir gemacht. Dann mache ich jetzt die 9. Und dann die 7. Vielleicht. Guck mal, jetzt ist ja ein Altar oben. Ein Altar ist oben und die anderen sind unten. Er sagt immer, er hat was gehört. So, jetzt guck mal. Genau, die Striche sind doch beide nach unten und einer ist nach oben. 3 kann ich aber gar nicht machen. Ist 3 unten? Dann habe ich nämlich recht. Dann habe ich nämlich recht. 3 ist unten. So, 9 muss auch nach unten sein. Ist 9 unten? Das ist doch 9, ne? 9 ist auch unten. Und er hat ja auch gesagt, etwas gehört. 7? 7 weiß man nicht, oder was? Was ist mit 7? 7 bleibt oben? Ich glaube, so stimmt's. Weil ich habe das letzte Mal dann noch einen... Nee, 5 soll nach oben. Pass mal auf, dann machen wir die 5 mal wieder nach oben. Weil der Strich ist nämlich auch oben. Also hat's doch was damit zu tun, ne? Hä? Hä? Habe ich recht? Habe ich das Rätsel gelöst? Wenn das Rätsel jetzt nicht gelöst ist, ne? Und sterben wir. Wir sollten uns hier etwas länger umsehen. Ja? Ach so. Du bist also der Meinung, wir sind noch nicht so weit. Aber das macht doch voll Sinn. Wir wissen noch nicht, was mit der 7 ist. Das ist die 7. Die 7 gehört nach unten. Und dann stimmst du mich auch. Na? Hä? Hä? Okay. Ist nicht so begeistert von meiner Idee, ne? Deswegen kann man die doch auch beide hoch und wieder runter machen. Ne? Mal voll Sinn und so. Oder genau andersrum. Vielleicht bedeutet die 5 auch unten und die 3 oben. Aber das glaube ich nicht, weil die 5 so nach oben gestrichen ist. Und so. Und die 3, die kann man nämlich auch gar nicht anders machen als unten. Es ist der eindeutige Beweis. Das 9 auch nach unten gehört. Nur bei der 7 weiß man es halt nicht. Aber die 7 ist oben. Deswegen würde ich die 7 auch nach oben machen. Hm? Vielleicht sollten wir uns hier besser nochmal umsehen. Er sagt schon Bescheid immer, ne, dass das nicht richtig ist. Aber ich bin doch auf dem besten Wege, das Rätsel zu lösen. Also. Nur die 7 weiß man nicht. Ich check das jetzt nochmal. Soll die 5 vielleicht auch noch wieder nach unten? Oder täusche ich mich? Du bist ja nicht ganz zufrieden mit dieser Lösung. Hab was gehört. Und wenn ich da jetzt hingehe, wenn du was gehört hast, sagst du das dann auch? Hallo? Oh. Ja? Alles gut? Okay. Wir sind sicher, wir haben es geschafft. Nur... Das war wohl richtig. Das war wohl richtig. Das glaube ich auch. Aber nur damit ich das mal verstehe jetzt hier. Die 5 gehörte auch nach unten. Also es hatte nichts mit den Strichen zu tun, ja? Alle gehören nach unten, nur die 7 nicht. Das ist ja total noch einfacher, als ich gedacht habe. Einfach alle unten, die Striche sind völlig egal. Dabei hätte ich das viel cooler gefunden, wenn die Striche die Bedeutung gehabt hätten, aber okay. Ja, das ist, weil ich zu viel Point-and-Click-Spiele und so spiele. Naja. Wir gehen. Joseph, komm. Komm.
Komm. Okay. Den Glibber nimmst du nochmal mit. Der ist wichtig. Er ist schon mal reingegangen. Machst dich schon mal bequem, Joseph. Was mache ich hier? Ich suche nach Statuen. Was sonst? Weil ich nie welche finde. Bin da voll schlecht drin und so. Ja gut, dann lass uns zusammen Spaß haben. Im blutigen, ekelhaften Leichenfahrstuhl. Hallo. Die Frage, die ich immer stelle, hallo? Hier geht's raus. Hier ist anscheinend nichts mehr. Aber ich schaue seit neuestem auch immer oben mal hin. Man weiß ja nie. Hier ist wieder ein neuer Pfad. Oh Gott. Hallo. Oh, ich höre wieder welche. Nee, wo sind wir denn hier? Was werden hier denn für Versuche gemacht? Gehirne und weiß ich doch nicht was. Oh, da ist Muni. Das ist gut. Eine Spritze ist auch gut. Da geht der Gang lang. Sieht aus wie ein Wolf oder so. Irgendwelche Versuche, die hier gemacht werden. Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholten sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9, 122,4 cm, 28,2 Kilogramm. 10, 122,4 28,2 Kilogramm. Körpertemperatur steigt. Offenkundig Schmerzen in unteren Extremitäten. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9, 125,8, 29 Kilogramm. 10, 125,8 Zentimeter, 29,4 Kilogramm. Stabilisierung der Lebenszeichen Schlaf in kurzen Intervallen. 36 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9 und 10 haben beide 138,9 cm und auch beide 34 Kilogramm. Halb bewusstlos, Gespräch mit imaginärer Person. 48 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9 und 10, beide 145,7 cm und 46,9 Kilogramm. Mein Gott, unruhig, Sedativum verabreicht. Was bedeutet das? Dieses schnelle Wachstum und das Gewicht und alles. Was ist das denn? Was ist das denn? Was sind das alles für ekelhafte Monster, gegen die wir kämpfen? Der wird 100 pro hier noch ausbrechen. Der sieht doch schon wieder so ekelhaft aus. Ich will gar nicht wissen, was hier noch auf uns wartet. Alles nicht schön. Ich traue mich gar nicht voranzuschreiten. 5 vor 8? Oder wie viel Uhr ist es? Was haben wir denn hier noch? Da habe ich noch was übersehen. Da sind die Zwillinge. Wie unheimlich. 9 und 10. Das heißt, der andere ist aber weg. Irgendwie, ne? Den einen sieht man ja hier hinter der Glasscheibe, aber den anderen halt nicht. Das heißt, einer von denen ist 9 und der andere 10. Der schwirrt hier draußen rum. Oh, wenn ich die Geräusche schon höre, ne? Kriege ich schon wieder die Krise. Wer oder was schläft da? Oh, diese Geräusche.
Okay, der wird uns hier die Wand einhauen. Notiz Nummer 2 aus Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht, den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Der Wachhund der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Oder Wachhund. Oh Gott, das ist bestimmt dieser Wolfshund. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Wir müssen bestimmt gegen diesen Hund kämpfen. Oh mein Gott. Was ist das? Guckt euch dieses Vieh mal an. Ja, ich halte es gerade so ein bisschen hin, weil ich mache jetzt hier gleich einen Cut. Ganz schlimm. Es wird richtig actionreich, glaube ich, im nächsten Part. Der wird uns 100%ig hier die Bude einrennen. Ich nehme schon mal eine Spritze. Und mache unsere Gesundheit zumindest halbwegs wieder fit. Die Frage ist... Ach komm, Muni verschwenden an der Stelle wäre wahrscheinlich gar nicht so schlau. Mhm. Können wir irgendwas erstellen? Nein, können wir nicht. Die Frage ist, was können wir überhaupt verwenden? Ein Schockbolzen, das war's. Schockbolzen können wir nehmen. Wir haben 5 Pistolenschüsse. 5 Schrotflinten. Ich weiß nicht, ob ich da noch was in Reserve gerade habe. Ich mache an der Stelle einen Cut. Und wundere mich, dass Joseph nichts dazu sagt. Und wundere mich überhaupt, wo wir sind und was Sebastian Castellanos hier überhaupt tut. Und ja, wünscht mir viel Glück im nächsten Part. Bis dann!